Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Augengespräch mit mir. Heute spreche ich über die Makuladegeneration, die feuchte und die trockene. Zuerst möchte ich dir ja erklären, wie der Optiker oder der Augenarzt das herausfindet. Du kriegst beim Optiker so ein Amslergitter mit einem Punkt in der Mitte und du kannst auf diesen Punkt dann mit einem Auge schauen. Und dann merkst du, ob hier im mittleren Bereich nicht gerade Linien sind, sondern Wellenlinien. Solltest du zum Augenoptiker oder zum Augenarzt gehen, weil das könnte sein, dass das der Beginn einer Makuladegeneration ist. Vielleicht hast du ja schon die Diagnose Makuladegeneration, dann möchte ich dir jetzt kurz zeigen, was das denn heißt. Für dich ist es ja vielleicht so, dass du gerade Linien wie Treppenstufen zum Beispiel etwas gewellt siehst. Vielleicht, aber wenn du das nur auf einem Auge hast, dann wird das Hirn das überblenden und wird dir eben, weil du weißt, dass die Treppenstufe gerade ist, eine gerade Linie zeigen. Das heißt, es ist immer mal wieder gut, wenn du zum Optiker gehst, weil die werden das anschauen. Oder zum Augenarzt sowieso, der schaut ja, ob du kranke Augen hast oder ob deine Augen gesund sind. Das ist sehr wichtig. Aber nun, zurück zur Makuladegeneration. Ich erkläre dir jetzt zuerst. Die Makula ist der Punkt des schärfsten Sehens im Auge. Das heißt, genau in der Sehachse drin, hinten in der Mitte deiner Kugel, ist eine kleine Vertiefung und das ist die Makula. Das heißt, das ist so eine Vertiefung. Du hast die Netzhaut, die ist schön rund und dann hast du die Makula, die ist etwas vertieft und die hat oben drüber einen Durchmesser von 3 mm. Die gesamte Netzhaut deines Auges hat 120 bis 127 Millionen Sehsinneszellen. Und in der Makula, in dem kleinen Punkt des schärfsten Sehens, hast du 5 bis 7 Millionen Zäpfchen, sprich farbsehende Sehsinneszellen. Jetzt, wenn du eine Makuladegeneration diagnostiziert bekommen hast, dann hast du innerhalb dieses kleinen Bereichs ein Problem. Das heißt, das erste Problem kann sein, dass du zu Beginn bist, das heißt, du hast eine trockene Makuladegeneration, dann beginnen da Drusen zu wachsen. Drusen sehen so aus, das zeige ich dir hier. Du siehst hier diese gelben Pickel, könnte man sagen. Das heißt, das hier, das ist die Netzhaut, ja, das Gelbe und das Weiße dazu, das gehört alles zu den Sehsinneszellen. Du hast hier die graue Membran, das ist die Bruchsche Membran. Und hier unten hast du die Durchblutung, das heißt, das ist das nahrungsgebende Netz für die Netzhaut. Jetzt ist das Problem das, wenn du solche Drusen hier hast, dann siehst du ja, dass das so ein Hügel ist. Und dieser Hügel macht eben, dass eine gerade Linie eine Krümmung aufweist. Aber das siehst du dann nur mit einem Auge, weil das Hirn, wenn beide Bilder kommen, das überlappt. Da spricht man also von einer trockenen Makuladegeneration. In diesem Pickel drin, sprich Druse, dieses Gelbe, das sind Abfallstoffe, die gesammelt sind, weil die Bruchsche Membran, also das Graue, das teilt sich und sammelt hier den ganzen Dreck von der Netzhaut, die abgestorbenen Zellen und so weiter, sammelt sie hier, um damit die Netzhaut schön sauber bleibt. Nur das Problem ist, dass dieser Pickel entsteht und der ist nicht gut, weil er einfach die Netzhaut von der Aderhaut trennt und das ist keine gute Entwicklung. Und bei dieser trockenen Makuladegeneration kann es sein, dass du noch gar nichts merkst. Dann kommt die feuchte Makuladegeneration, wo du so
kleine Blutarme, wie du die siehst hier, vom Durchblutungsnetz werden die gebildet und kommen zwischen den Drüsen hoch und versuchen, die Netzhaut zu ernähren. Aber diese neuen Blutarme, die schießen einfach wie Pilze aus dem Waldboden und docken nirgends an. Das heißt, es gibt dann so wie Blutlachen auf der Netzhaut und deswegen stört es ganz gewaltig diese Sehsinneszellen. Die legen sich dann auch quer und schräg und schief und das ist eine unheilvolle Sache. Das heißt, hier hat die Schulmedizin eine Lösung gefunden, das ist nämlich eine Injektion, die sie dir machen in den Glaskörper in der Nähe der Makula, denn das ist ein Bereich der Makula, wo dieses ganze Geschehen passiert. Und in dieser Injektion hat es ein Krebsmittel, wo verhindert, dass neue Blutarme gebildet werden. Also es gibt dann keine Zellteilung mehr. Das heißt, es wird nicht immer mehr Blut auf dem Boden hier rumliegen. Das ist dann die feuchte Makuladegeneration. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich habe nur eine trockene und der Augenarzt hat gesagt, ich soll in einem halben Jahr wiederkommen. Nur, was machst du in dieser Zeit? Die Schulmedizin hat keine Möglichkeit, bei deiner trockenen Makuladegeneration irgendetwas zu tun. Bei der feuchten, das heißt, sie warten dann ab und hoffen natürlich nicht, dass sie feucht wird. Du wirst einfach immer wieder gemessen. Aber das ist dann die zweite Stufe, die feuchte. Und dort haben sie dann die Möglichkeit, dir monatlich die Spritzen ins Auge zu geben, damit eben nicht mehr Blutarme gebildet werden. Das heißt, wenn du zu den 50% gehörst, wo diese Injektion wirkt, hast du Glück, weil dann kann deine feuchte Makuladegeneration wieder zu einer trockenen werden. Und wenn du nicht dazu gehörst, zu diesen 50%, wo die Impfung anspricht, dann hast du wieder ein Problem. Das heißt, die Makuladegeneration ist eine Krankheit, wo neben der Retinitis pigmentosa sehr viele Menschen erblinden. Und ich wollte jetzt einfach nicht mehr zuschauen, wie meine Klienten, die weiter weg sind, die mich nicht besuchen können, die nicht zu mir kommen können und von mir behandelt werden können, eben auch etwas bekommen, wo sie daran arbeiten können. Und darum habe ich das Makula Brillant Online-Seminar ins Leben gerufen. Hier siehst du, wie es aussieht. Und dieses Makula Brillant Online-Seminar ist für mich der zweite wunderbare Wurf nach dem Glaukom Online-Seminar, was ich ja schon über ein Jahr online habe. Nämlich, das ist ein Aufruf an dich, wenn du eine Makuladegeneration diagnostiziert bekommen hast, hast du hier ein Tool zur Hand, wo du zu Hause, parallel zur Schulmedizin natürlich, immer parallel dazu, hast du die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Das heißt, du wirst spezielle, viele spezielle Augenübungen bekommen, wo dein Augenhintergrund besser durchblutet wird, weil die Netzhaut braucht dieses Blut, die Makula braucht Nahrung. Dann hast du auch viele Meditationen, das heißt, du musst ein Typ sein, der auch gegen deine Krankheit quasi Meditationen machen wird. Das ist mir sehr wichtig, weil in den Meditationen lernst du, deine Gedanken umzupolen. Du lernst, aus deiner Angst eine Kraft zu entwickeln, um den Genesungsweg zu initiieren und auch langfristig zu unterstützen. Und dass wir schauen können, dass diese unheilvolle Krankheit nicht den Weg noch mehr in die Krankheit geht, sondern den Weg zurück in die Genesung. Ich weiß, ich kann dir da nichts versprechen. Ich habe aber seit 2005, seit meine Praxis offen ist, habe ich am meisten Makuladegenerationsklienten bei mir in der Praxis. Das heißt, es sind jetzt 19 Jahre und ich habe schon viele wunderbare Verbesserungen erleben dürfen bei diesen Menschen, weil wir das ja
sehen können an den Untersuchungsbildern, weil ja ständig wieder Bilder gemacht werden beim Augenarzt, sieht man sofort, ob es eben was bringt oder ob es eben nichts bringt. Ich kann nur sagen, ich weiß Bescheid, was man machen kann, wenn man so eine Augenkrankheit hat, um diesen Krankheitsprozess Einhalt zu gebieten und bestmöglich vielleicht sogar eine Verbesserung hinzubekommen. Das ist die Idee dieses Online-Seminars Makula Brilliant. In diesem Seminar hast du natürlich auch vieles mehr wie Ernährung, wie Entgiftung, Nahrungsergänzung, wie gehst du mit Blaulicht um, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann, was hat die Sonne mit der Makuladegeneration zu tun, warum brauchen wir die Sonne und so weiter und so fort. Das heißt, du bist nicht nur in diesem Seminar im Online alleine gelassen, irgendwo auf dieser Welt, wo du eben wohnst. Du bist nicht alleine gelassen, weil die zweite Säule dieses Online-Seminars sind die Sprechstunden, die monatlichen Sprechstunden, die wir in Gruppen führen. Das Wichtigste, du bist nicht alleine. Du bist in einer Gruppe drin. Wir jammern nicht eine Stunde dahin, sondern es ist eine wunderbare Sprechstunde, wo wirklich vieles für dich wieder Neues erkennbar wird und du kennenlernen wirst. Dann die dritte Säule, die du hast in diesem Online-Seminar, ist, dass du mir per Mail ständig deine Arztunterlagen wieder mailen kannst und ich das Ganze vergleichen werde und mit dir besprechen werde, was du weiterhin schauen sollst und wo du weiterhin weitermachen sollst in deinem Online-Programm. Das heißt, ich bin richtig stolz, dieses Online-Programm ins Leben gerufen zu haben. Und es ist jetzt noch zu einem Spezialpreis von 888 zu bekommen, anstatt 999. Und dieser Spezialpreis gilt noch bis am 31. März 2024. Weil jetzt bin ich noch nicht ganz fertig mit diesem Online-Seminar, aber du kannst dich bereits anmelden, du kannst bereits dich dazu entschließen, in diese Gruppe reinzukommen, damit du, wenn ich fertig bin, innerhalb vom März dann eben die Zugangsdaten bekommst und gleich loslegen kannst mit all diesen wunderbaren Tools. Ich freue mich riesig auf dich. Wenn du noch mehr Informationen willst, kannst du gerne unten im Text auf den Link gehen, weil dort kommst du auf meine Seite direkt auf die Informationsseite des Makula Brilliant Online Seminars. Schau dir das an und wenn du eine Makuladegeneration hast, würde ich, wenn ich das hätte, mich sofort anmelden, weil was sind schon 888 Schweizer Franken gegenüber einer Krankheit, die wirklich schwierig ist und wo man erblinden kann. Ich würde das tun. Ich freue mich auf dich, auch wenn du Vertrauen hast zu mir. Und das freut mich am meisten, dass ich dich dann unterstützen darf und mit dir auf diesen wunderbaren Genesungsweg gehen darf. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit und einen schönen Tag wünsche ich dir.